Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Cup of Architects Kanal. Mein Name ist Walle oder auch Turnipnose genannt und dieses Mal erkläre ich euch alles, was ihr zu den Bauthemen beim Wettbewerb wissen müsst. Wie ihr bereits wisst, läuft der Cup of Architects über einen längeren Zeitraum in mehreren Runden ab. Da es für die Teilnehmer schnell langweilig werden würde, in jeder Runde das gleiche Thema zu bauen, haben wir uns zu den Themenvorgaben einiges ausgedacht. In der Qualifikationsphase gibt es keine Themenvorgabe, um allen Teilnehmern möglichst viel Freiheit beim Bauen zu bieten und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Grundsätzlich möchten wir verhindern, dass Teilnehmer mit großem Potenzial durch zu detaillierte Themenvorgaben ausscheiden, weil sie mit einem bestimmten Thema nicht zurechtkommen. Wenn jemand zum Beispiel gut Organics bauen kann, er aber mit detailreichen Fassaden nicht zurechtkommt, würde derjenige bei einer Themenwahl wie zum Beispiel mittelalterliche Mühle höchstwahrscheinlich rausfliegen. Jemand, der sehr geübt mit dem Bau von Fassaden ist, würde demnach weiterkommen, obwohl beide gleichermaßen gute Architekten sind. Aus diesem Grund gibt es keine einzelnen Themenvorgaben, sondern eine Gruppe an grob definierten Vorgaben. Eine solche Gruppe könnte folgendermaßen aussehen. Ein Element muss dem Steampunk zuzuordnen sein, es muss ein Wohnhaus vorhanden sein, es muss ein Baum gebaut werden. Die Vorgaben können aus allen Bereichen kommen, die uns in der Minecraft-Bauszene zur Verfügung stehen und auch deutlich anspruchsvoller werden als die eben genannten Beispiele. Die Möglichkeiten mit solch einer Methode sind beinahe grenzenlos, ohne die Bilder in ihrer Kreativität zu berauben und gleichzeitig das jeweilige bauliche Können zu fordern. An diese Themengruppen müssen sich selbstverständlich alle Teilnehmer halten. Damit die Vorgaben auch eingehalten werden, fließen diese mit in die Bewertung ein. So erfolgt einerseits bei Nichterfüllung einer Vorgabe ein Punktabzug, andererseits entsteht je nach Vorgabe ein weiteres individuelles Bewertungskriterium. Wenn wir, wie im Beispiel bereits erwähnt, Steampunk vorgeben, entsteht der Bewertungspunkt Funktionalität und Logik. Aktuell sieht unser Konzept so aus, dass in jeder Runde eine neue Gruppe an Vorgaben von der Jury bestimmt und es den Teilnehmern vorgestellt wird. Wir haben aber noch ein weiteres vielversprechendes System entwickelt, welches die Community und die Bilder bei der Themenwahl etwas mit einbezieht. Die Jury würde dabei in jeder Runde mehrere Gruppen an Vorgaben zusammenstellen und die Community sowie die Bilder haben dann jeweils die Möglichkeit für eine dieser Gruppen zu stimmen. Das Ergebnis der Architektenabstimmung würde dann mit der Abstimmung der Community im 50-50 Verhältnis verrechnet werden. Demnach würde die Gruppe mit den meisten Stimmen verwendet werden. Uns würde interessieren, welches System ihr besser findet und ob man noch etwas verbessern könnte. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr noch andere Fragen oder konstruktive Kritik habt, könnt ihr diese gerne auch in den Kommentaren äußern. Wir sind gespannt auf euer Feedback und würden uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Falls ihr noch mehr über das Projekt erfahren wollt, erkläre ich euch in dem Video auf der linken Seite alles rund ums Bewertungssystem. Und wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, erfahrt ihr hierzu alles in dem Video auf der rechten Seite. Das war's zu den Themen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.